Katharina, heute ist der 4. April 2012. Du hast lange Zeit deinen Sohn nicht mehr gesehen. Hat es bisher schon irgendeinen Umgangskontakt gegeben, seit dem Vorfall beim Kindergarten? Nein, bisher noch nicht. Bisher noch nicht. Wie ich also dem letzten Antrag entnehme, das nennt sich also Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Regelung eines begleiteten Umgangsrechts und Bestellung eines Umgangspflegers. Der geht also an das Oberlandesgericht Düsseldorf, Sizilienallee 3. Ja. Daraus geht eigentlich hervor, dass alle beteiligten Personen auf der Gegenseite auf Zeit spielen. Mhm. Und genau. Deswegen wollen wir jetzt mal hier ein paar Passagen aus diesem Antrag vorlesen. Mhm. Das wollen wir jetzt mal zeigen. Ein Versuch, begleiteten Umgang nun doch und zwar außergerichtlich in die Wege zu leiten, indem ich mich, schreibt die Rechtsanwältin, mit der Aufenthaltsbestimmungspflegerin in Verbindung gesetzt habe, hat neue Komplikationen ergeben. Das Haus am Steinberg in Mönchengladbach kommt angeblich deshalb nicht mehr in Betracht, weil die Aufenthaltsbestimmungspflegerin die Ansicht vertritt, es sei nicht nur begleiteter Umgang in geschütztem Rahmen bzw. in überwachten Räumen vonnöten, sondern es bedürfe der permanenten Anwesenheit einer Begleitperson. Im Haus am Steinberg in Mönchengladbach fehlen dafür angeblich die geeigneten personellen Mittel. Der Kindesmutter wurde allerdings schon von Anfang an erklärt, der begleitete Umgang müsse im Beisein einer Kontrollperson stattfinden, um einen Entführungskomplott zu verhindern. Warum das damals im Haus am Steinberg möglich gewesen wäre und jetzt nicht mehr, ist nicht erklärlich und lässt die Kindesmutter Schikane argwöhnen. Wenn aber die Anwesenheit einer Kontrollperson erforderlich ist, läuft dies auf die Umgangsbegleitung durch einen Umgangspfleger hinaus, dessen Bestellung hiermit beantragt wird. Der einstweilige Anordnungsantrag erklärt sich daraus, dass schon das zurückliegende Umgangsverfahren sich über ein Jahr hingezogen hat. Wenn allein schon eine längere Kontaktunterbrechung zwischen Mutter und Kind dem Gericht Anlass bietet, begleiteten Umgang für erforderlich zu erachten, dann ergibt sich umgekehrt aus dieser Situation aber auch der Eilbedarf, einen begleiteten Umgang wenigstens dann einzurichten, wenn die Kindesmutter sich ohne Aufgabe ihres Rechtsstandpunktes bereit erklärt, solche Umgangskontakte auch wahrzunehmen. Der Aufenthaltsbestimmungspflegerin sollte die Auswahl von Zeit und Ort des Umgangs sowie des Umgangsbegleiters nicht überlassen werden. Ein Grund dafür, dass Mutter und Kind während des Umgangs hinsichtlich ihrer Aktionen und Gespräche belauscht werden sollen, ist nicht erkennbar. Zweifel kommen auf, ob die Aufenthaltsbestimmungspflegerin hier nicht Umgangshindernisse aufbaut, um die Kindesmutter wegen ihrer zurückliegenden Verweigerungshaltung zu disziplinieren oder sie zu mehr Kompromissbereitschaft zu erziehen. Es trägt jedenfalls nicht zur Vertrauensbildung zwischen der Kindesmutter und der Antragsgegnerin bei, dass die Aufenthaltsbestimmungspflegerin, mit der ich am Freitag, also die meine Rechtsanwältin, dem 3.2.2012 telefonierte und ihr ausdrücklich die Bereitschaft der Kindesmutter mitteilte, begleiteten Umgang nun doch wahrzunehmen, aus dem Stegreif die Inanspruchnahme des Hauses am Steinberg wegen angeblicher personeller Defizite ablehnte. Sie versprach mir aber, also meiner Rechtsanwältin, im Laufe der kommenden Woche, also bis zum 17. Februar 2012, andere Möglichkeiten zu eruieren und mir mitzuteilen. Auf meinen Anruf hin teilte mir eine Banddurchsage am 17. Februar 2012 mit, dass die Kanzlei vom 16. Februar bis 21. Februar 2012 komplett geschlossen ist. Ein Rückruf ist natürlich, in Klammern, nicht erfolgt und zwar nicht nach dem 21. Februar 2012 und bis heute nicht. Was haben wir heute? Dem 4. April. Ja. Weil die Kindesmutter für ihren Lebensunterhalt arbeitet, ist sie auf Wochenendtermine angewiesen. Es bedarf daher der Bestellung eines Umgangspflegers, der die Besucher möglichst am Wochenende begleitet. Ja, das Ganze sieht also doch ein bisschen nach Schikane aus.
Oder ja. Die Leute haben etwas zu verbergen und deswegen wird hier auf Zeit gespielt. Ganz eindeutig. Dann hoffen wir mal, dass das Oberlandesgericht hier zu einer akzeptablen Lösung kommt. Mhm.